EA Sports, and the PGA Tour, so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From Wolf Creek Golf Club in Mesquite, Nevada, we present live final round coverage of the Mesquite Classic. 18 holes, that's all we get to try and find a champion. It's a daunting task, but someone's gonna shoot the low round of the day and walk off with a title as we look at the early leaderboard. Your leader is Wake Forest's Will Zalatoris. He's off to a good start at 6 under. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Golf hier EA Sports PGA Tour bei mir auf dem Kanal. Und ja, was soll ich denn jetzt sagen? Wir sind in Nevada angekommen und wir spielen den Wahnsinns-Golfplatz Wolf Creek. Jordan Spieth ist unser Partner hier für diese Runde. Wir spielen eine Runde, ihr wisst ja Bescheid. Wir spielen den FedEx Cup und wir sind auf der Tour. Und das heißt, bei den normalen Turnieren spielen wir praktisch sozusagen die finale Runde. Es spielt jemand mit uns mit. In dem Fall Jordan Spieth. Mesquite Classics, Nevada, Wolf Creek, ein Wahnsinnsplatz. Und ich überlege gerade, wieso sehen wir hier eigentlich hier nicht die Bahn? Oje, oje, oje. So, wir haben heute Wind und ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, wir haben diesen Platz gespielt während der Korn Ferry Tour und da hat er mir ja schon ein bisschen den Zahn gezogen. Da haben wir ja 4 Runden gespielt und das ist schon ein verrückter Platz, der sich hier befindet in Nevada. Und man könnte eigentlich meinen, dass das so ein bisschen ein Fantasieplatz ist, aber weit gefehlt. Nein, diesen Platz gibt es wirklich und er ist sogar ausgezeichnet ein hervorragender Platz, jedenfalls von der Qualität. Von der Art und Weise, wie die Bahnen angelegt sind und wie man den spielen muss. Oje, 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 Freunde, ich sage euch, der kann einen schon leicht zur Verzweiflung bringen. Darum erwarte ich heute nicht allzu viel. Wir werden versuchen, dass wir zumindest nicht untergehen und wir werden versuchen, dass wir auf jeden Fall vielleicht 1, 2, 3 oder 5 Pünktchen machen hier auf diesem wahnsinnsverrückten Platz. Ich kann es immer nur wieder betonen. Also, wenn ein Platz einem die Demut abfordert, dann mit Sicherheit dieser. Also wer sich das hat einfallen lassen, Respekt, Respekt. Also wir legen los. Wir legen los. Final Round. Wir haben Wind. Der kommt uns ein bisschen entgegen und drückt den Ball nach links. Das Ganze, man sieht, das Fairway geht nach links runter und ein paar 5. Ich denke, wir können hier einfach mal reinhauen. Die Zuschauer warten auch schon gespannt auf unseren Abschlag hier am ersten Loch. Wolf Creek und wir spielen einen Wahnsinnsplatz in Nevada. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. So, dann schauen wir mal. Ah, das sieht schon mal ganz, ganz gut aus mit dem Fairway. Ich glaube, da können wir wirklich zufrieden sein. That'll do just fine. A good start to this final round. Safely in the fairway at 1. Ja, da ist er sehr zufrieden im Players Outfit. Da hat man mir ja auch geschrieben, dass man mein neues Outfit nicht vielleicht ganz so gut heißt. Aber ist egal, wir können uns auf jeden Fall umziehen. Und jetzt sind wir mal auf Jordan Spieth gespannt, der sich ebenfalls viel, viel Zeit genommen hat für seinen ersten Abschlag. Ja, der ist leicht links und springt in den First Cut, okay. So, an der Stelle auch gleich die Erwähnung, da wir ja das letzte Mal unheimliche Probleme hatten mit Scotty Scheffler, habe ich jetzt auch ein kleines bisschen hier ja die Performance der KI-Spieler angepasst. Ich habe ein kleines bisschen rausgenommen. Wir waren ja bei dem Wert 100. Beim Wert 100 und der Scotty hat uns ja beim letzten Turnier ja fast zerlegt. Da war ja jeder Schlag, war ja ein Birdie, jeder Putt war ja drin. Und deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir mal ein kleines bisschen runter, damit wir ein bisschen eine Chance haben und schauen mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. So, oha, wir können also mit dem zweiten das Grün angreifen.
Ja, Holz, Hybrid, Eisen 4. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Mit dem Hybrid reinrollen lassen. Wäre das eine Option? Höher anspielen? Das Hybrid müsste eigentlich schnell zum Liegen kommen. Okay. Wir werden es versuchen. So, die Kurve macht er Richtung. Ja, und jetzt hochspringen und oben bleiben. Hervorragend. Ach nee, jetzt kommt er wieder runter, oder was? Sind das US Open Grüns? That is so well done. On into on this opening hole, Frank, at a good chance here for at a minimum a birdie to start the round. Not often you start on a par 5 and not often you reach the green in 2 or have an eagle putt. Ja, ist klar, ne? Ist klar, ne? That is absolutely fine. A great position to be in on this opening hole, though it is a long look at eagle. Okay, 2 Fuß berg hoch und wir haben einen Wahnsinns-Break über links. 2 Fuß nach oben. Das wären normalerweise hier für mich 8. Okay. So, das Ganze deutlich über links. Natürlich wäre jetzt ein Birdie schön. 2 Putts zum Birdie. Ja, da oben, wenn wir auf dem Plateau da oben sind. Am Anfang geht es halt steil hoch, aber wenn wir auf dem Plateau da oben sind, dann wird es etwas ruhiger. Aber wie viel Break nimmt er? Das wird schon heftiges Break. Und lieber mehr über links. Close. Couldn't ask for much more on that putt. Ja, ich denke, geschenkt zum Birdie. All that's left for Birdie. Und dann werden wir gleich mal sehen, wie hier das Leaderboard aussieht. Yeah, that's a good putt. It's a birdie here at 1. And he will definitely not say no to that. Okay, a well-played hole there. It is birdie to kick off the round. It will certainly help the cause. So, das nenne ich doch mal einen guten Start und trotzdem sind wir 26. Par 4, 445 yard, second hole, severe dogleg to the left. What's the best play here, Frank? Well, that tee shot, Rich, is so intimidating, so you don't necessarily have to hit driver. Club decision is probably going to be important here, because if you hit driver, you've got to take it down over that left side, all over the canyon area. So if you hit 3-wood, you can play a slightly more conservative tee shot, but it is going to leave you a longer second shot to a green that's well protected on the right side by bunkers. But really, you know, if the wind's not blowing, this is a really good fun hole to play. Look at the vistas. Ja, da sieht man also hier den ganzen Platz. Überall sieht man die Bahnen. Ich glaube, das nächste wird dann richtig spannend. Das müsste das Par 3 sein. Und man sieht da im Hintergrund am Horizont die ganzen Bahnen, wie sie sich teilweise hier die Schluchten hochschlängeln. Und wir müssen jetzt hier einen Wahnsinnsball hier den Berg runterschlagen. Und runter heißt natürlich, dass er kaum Roll haben wird. Er wird senkrecht runterfallen, auf dem Fairway zum Liegen kommen. Aber wir müssen definitiv ein bisschen hier reindrawn. Und dann schauen wir mal, ob er tatsächlich dann hier links rumläuft auf die 150. Das wäre natürlich nicht verkehrt. So, okay. Ja, das sieht doch gut aus, weil der bleibt im Prinzip sofort liegen. All right, in the fairway. Also der Platz ist tricky, der ist definitiv tricky. Und er geht direkt über den Felsen, straight. Ah, Tiger Line. What a great tee shot. Perfect, right down the middle. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. Yeah, we're looking at 132 yards to the flagstick and the pin right at the back. Okay,
Ich denke, wir müssen da ein bisschen länger, weil wir haben 26, 20 Fuß bergauf. Das heißt, da müssen wir eigentlich einen Schläger mehr nehmen. Der Wind drückt den unheimlich nach links. Und natürlich ist es wichtig. Okay, auf. Man sieht es, da oben ist ein Plateau. Ja, man sieht das Grün. Und vor der Fahne ist eben eine Welle. Und da wäre es wichtig, rechts vom Stock runterzukommen. Okay. Na, der reicht nicht ganz, oder? Doch, der reicht, der kommt hoch. Ja, aber dann haben uns dann doch ein paar Zentimeter gefehlt. Da kommt wieder runter. And that ball looked Schade. Very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. Na, der startet erstmal Richtung Fahne, bleibt good auch gerade. Und macht das natürlich deutlich besser. Second shot golf course, but what an iron shot. Okay, that's the first, the last. That's a great shot. A lot of movement on this putt left to right. I think the idea here is just to get it inside sort of a 3-foot circle. So, wir werden wieder auf jeden Fall ein bisschen circa 8 Felder machen. Ja, und dann wieder natürlich über links. Am Anfang läuft er gerade. Dann haben wir diesen Wahnsinnsbreak nach rechts rüber. Und oben läuft er dann wieder rüber. Okay. Ja, aber es ist nur dieses kurze Stück. So werden wir es versuchen. Letztendlich geht es eigentlich nur darum, den Ball hochzubringen und an den Stock sozusagen, dass wir das Paar spielen. Good line putt. Yeah, they can't all go in. A straightforward look here for birdie. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch den wieder einlocht. Weil dann ahne ich schon wieder Schlimmes. Yeah, well done. It's a birdie here at the second. And he will definitely not say no to that. Okay. That finished off for par here at the second. And he'll remain at one under par. So, jetzt dürfte Jordan Spieth als erster abschlagen. Und ich bin der Meinung, jetzt müsste das verrückte Par 3 kommen. Yards in the back tee here at the par 3 third. This is all you want. Well, that's for sure. Plays a little longer than that too by virtue of playing uphill. Thin air might negate some of that. There's going to be a good shot just to keep the ball on the green. One of the smaller greens here. Ja, normalerweise müsste man jetzt dieses Grün hoch anspielen, aber 239 Yard und man sieht auch, Jordan Spieth hat das Hybrid. Ah, er nimmt ein Eisen, okay. Er nimmt ein Eisen, aber es geht wie gesagt berghoch, auch der ganz, ganz flach. Ja, das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Viel zu flacher Schlag. Viel zu kurz. Okay, was bietet er mir an? Das Hybrid. Ja, wir kriegen mit dem Hybrid einfach nicht die Höhe. Deswegen werden wir den einfach so, ich sage mal, reinhauen in den Hang und hoffen, dass er dann irgendwie hochspringt. Ja. So, dass wir auf jeden Fall mal über die Büsche kommen. Ja, nee, er bleibt auch vorne dran, aber kurz vorm Grün bleibt er hängen. And the uphill shot there, difficult to judge, and that will wind up short. Oh, das ist ja mal eine tolle Lage. This on the green. This is second. Na, ist klar, dass er den neben den Stock legt. Okay, not a bad lead. That's a good shot. Now from below the green, a second up to this par 3. So, wir müssen einen Pitch spielen und wir müssen den Pitch 96, 10 Fuß nach oben, Fuß nach oben. Eigentlich müssen wir den schön lang spielen. Ja gut, er wird noch ein bisschen rollen, aber nicht viel, ne? Okay. Ja, hätte ruhig ein bisschen kürzer sein dürfen. Okay.
Yep, played that nicely. That'll work out just fine. 10-foot putt left. Ach du Schande, da geht's jetzt aber bös bergab hier. Und vermutlich wird der Ball überhaupt nicht zum Liegen kommen. Okay. Ja, wenn wir den nur anstupsen, dann bricht er sofort nach links rüber. Nicely done. It is a par here at the third. And he'll remain in red figures at one under. Ja, da haben wir ja noch mal das Paar retten können. Mal schauen, ob Jordan das auch gelingt. Weil der hat schon einen Wahnsinns-Break. Aber ist klar, ne? Yeah, that's well done. He's able to save his par. And he'll stay right where he is. So, wir sind weiter nicht in den Top 10. Back to the tee here at Wolf Creek. A lot of sand along the right side of this fairway leading up to the green, Frank. Yeah, I can't even count how many bunkers they got down that right side. It's easy to see where not to go. So obviously you want to get that ball up on that left side. And then really it's just a short pitch across. Yeah, this hole's only 383 yards. It won't even really play its distance. But of course you've got to be careful. It's not long, but fairway first once again here. You can see all the problems around there if you do miss this fairway. Ja, hier ist auch die Schwierigkeit eher der zweite Schlag, dass man den Ball gut platziert bekommt aufs Grün. Weniger das Problem hier, das Fairway zu treffen, auch wenn es Jordan gerade so gelungen ist. That got a fortunate bounce. That'll be just fine. Okay, ich glaube, wir sind ein kleines bisschen länger. Wir können da auf jeden Fall richtig schön Gas geben. Jo, das sollte so funktionieren. Wir nutzen natürlich dann auch ein bisschen den Wind. Okay, sauber Mitte Fairway. Yeah, that's a nice swing and the result is gonna be a tee shot that is set up just fine. From the fairway, Iona, this is second. 130 is the number left of the flag today. Pin smack bang in the middle. Oha, der ist. Ah. Ein Meter kürzer, der wäre runtergerollt. Just not quite as close as what you'd like, but still solid. Well, sitting on an upslope here, you gotta be careful that you don't get this one straight up in the air from that lie. Ja, wir werden den länger spielen müssen, weil das soll lieber ein bisschen runterkommen. Wie ist der Wind? Okay, der Wind kommt von links. 54er Wedge, 102 Yard. Das heißt, wir kriegen Spin drauf und wir müssen 23 Fuß nach oben, interessanterweise. Wir stehen etwas leicht über dem Ball. Lieber zu lang als zu kurz. Aber das müsste doch eigentlich reichen. Ah, okay. Ja, der wird natürlich spinnen, oder? Ah, ja, okay. Jordan darf zuerst putten. Nice Glück gehabt. Jordan. And the other good thing about that, left it below the hole. Now, Jordan with a look at birdie. Ah, okay. Wenig break. Just gonna sneak on by. Also wenig Break, das ist natürlich hilfreich. Ja, man sieht's. Ganz wenig Break nach links eigentlich. So, aber es geht wie viel nach oben? 4 inches. Das müssten auf jeden Fall 2 sein. Okay. Und er geht zuerst ein bisschen nach links und dann nach rechts. Aber wenig nach rechts, haben wir oben gesehen. Good job of deadening right by the hole, but he could not get it to go in.
Schade, schade, schade. Das war eine gute Birdie-Chance. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll remain right where he is. Okay, safely in for his par. And he'll stay right where he is. Ja, man schiebt sich langsam vor uns, wir verlieren Plätze. Wolf Creek, par 5, fifth is 490 yards and you can get home in 2 and maybe have a story to tell when you're all done. Maybe an eagle 3. So, da hat man jetzt auch gerade gesehen, warum das Ganze Wolf Creek heißt. Man sieht natürlich überall hier kleine Bachläufe auch. Ist auch klar im Prinzip hier im Gebirge. So, John Spieth hat immer noch die Ehre hier an diesem Par 5 mit 471 Yards. Wir schlagen wieder von erhöhter Position runter ins Tal. Das ist schon nicht so leicht, da die Entfernung richtig abzuschätzen. Da sollte man natürlich schon 2-3 Proberunden vorher gespielt haben. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Okay. Der Wind drückt ihn nach rechts. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall ordentlich in den Draw gehen. Ja, das Problem ist, dass wir natürlich nicht hier an den Stock rankommen. Mhm. Da wird natürlich der zweite Schlag spannend. Ich erinnere mich. Oh, der startet aber sehr weit rechts. This is up the right side, gonna try and draw its way back. Ah, kommt er ein bisschen zurück? Ah, bleibt im Semi-Ruff hängen, im Rough. Not this time. That one's in the rough. Might be a tough shot coming up. Okay, das heißt jetzt in dem Fall vorlegen oder kriegen wir den aufs Grün? Ja, wir haben natürlich Verlust 90-95%. Eisen 5. Ja, wir müssen natürlich hier rein. Wir haben 61 Fuß nach oben. Wir stehen natürlich unterm Ball, wir müssten aber eigentlich die andere Kurve spielen. Das ist das Problem. Wir müssten eigentlich die andere Kurve spielen, weil er automatisch nach links geht. Die Frage wird nur sein, reicht uns ein Eisen 4? Naja gut, er wird eigentlich viel rollen, ne? Zu weit, dass er im Bunker landet, oder? Ah, komm hoch, komm hoch, komm hoch und bleib oben. Ah, zu wenig, zu wenig. Der rollt die False Front jetzt wieder runter, oder? Bleibt er liegen. Sit, sit. Oh, komm, bleib liegen. Oh, nein. Da hat jetzt echt nicht wieder gefehlt, nicht viel gefehlt. Ein kleines bisschen mehr Power. Naja, okay. Has to be thrilled with that second shot here to the par 5. Frank got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Auch Jordan spielt den ganz flach raus, damit er da hochrollt. Dann natürlich in den Gegenhang und dann rollt er wieder zurück. Ja, hervorragend gespielt. So einen ähnlichen Ball hatten wir auch mal auf der Contrary Tour. Schön in den Gegenhang und wieder zurückrollen lassen. Just short, gets that little bump onto the green. And now maybe a huge bump on the scorecard, Frank, if this putt goes down for an eagle. Well worked out second shot, Rich. You could not fly that ball on the green and expect it to finish up on that front third. Hmm.
Ja, wie gesagt, also wenn der zu lang ist, ist eigentlich kein Problem, dann kommt er wieder zurück. Dann müsste der wieder zurückkommen. Naja, okay. Mal schauen, ob wir hier das Birdie spielen. Okay, that's acceptable there. Ah, es geht wieder im Berg hoch. 6 inches. 6 inches. Leichtes Break über rechts. Kontinuierlich, aber wir sind ja ziemlich flott unterwegs. Das heißt, er geht ein bisschen durchs Break durch. Not that time. Pretty good effort, but it'll wander a couple of feet by. Na, wir sind dicht dran, sitting aber. In the catbird seat right now after 2 perfect golf shots. Now this for an eagle. Wir sind dicht dran und spielt natürlich das Eagle. Stings when that's for eagle. A really good effort, but it somehow stays out. So, da liegt die Münze praktisch auf der Kante. Eigentlich fällt die Münze fast rein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der rollt aber hier ganz schön ins Break rein. That one finished off. It is a par here at 5. And he'll remain right where he is. Na, ob er den jetzt reinbekommt. Nicely played. It's a birdie at the 5th. Will certainly help the cause. So, wir kommen zur Bahn Nummer 6. Frank, standing on the 6th tee and looking out at this golf course, I can't help but think that if you hit it offline here, you're going to be playing golf with the billy goats. Yeah, you might actually turn into a billy goat come the end of the day, that's for sure. The huge elevation changes once again are apparent here at the 6th. It is a dogleg to the right, not really a driver unless you want to sort of bring that creek into play or that little stream that cuts across. Second shot, a little bit uphill. Those bunkers are really where you shouldn't go, we all know that. And this green is anything other than flat. A fun looking hole too and a fun hole to play. Ja, hier ist natürlich die Länge gefragt, absolut, dass man nicht zu lang wird. Ja, das hat er sehr, sehr clever gespielt. Theoretisch müssten wir eigentlich drüber kommen, aber haben wir was davon? Außer, dass wir dann einen Wedge spielen mit viel, viel Spin? Eigentlich nicht. Darum würde ich hier auch definitiv ein Hybrid nehmen. Und auch hier, weil der Wind wird den rüberdrehen, wir tun den auch ein kleines bisschen faden. Weil im Endeffekt über den Hang springt er sowieso dann runter. Ah, startet mir wieder weiter zu weit links. Oh, look out, that's too far left. Ach du Schande. Oh, and you saw that splash there. That is into the hazard. Ach du Schande. Ja, Target Line. Okay. Natürlich wieder vom Abschlag. Oder 2 Schlägerlängen. Nehmen wir Target Line. Okay. Ach, da hätte ich auch noch. The drop taken, and now he'll try to find some way to fashion an up and down from where he is and still get out of here with a par. Ja, jetzt habe ich gesehen, jetzt hätte ich natürlich den Ball noch ein bisschen bewegen können, aber Eisen 9 und wir müssen hoch 38 Fuß. Auch hier gilt, wir müssen eigentlich länger werden, damit wir da oben aufs Plateau kommen. Ja, wir werden natürlich auch ein bisschen was verlieren. So. Ja, fliegt sofort links rüber. Die Frage ist, bleibt er oben liegen? Er müsste eigentlich jetzt wieder ein bisschen runterkommen. Nein, den Gefallen macht er uns nicht. That one rolled right off the green. You're just coming out so hot. Walking the course today, let's bring in Nota Begay the 3rd. He's left himself 143 yards to the hole. Pin sitting back right. Ja, rechte Seite, so war meine Idee auch.
Ja, jetzt im Nachhinein ist man schlauer. When the ball's hit the right distance, just a little bit to the right, inside 10 feet, but bang on for distance. Ja, im Nachhinein ist man wieder schlauer. Da hätten wir tatsächlich mit dem Driver eigentlich angreifen können. Also wenn wir mit dem Hybrid da direkt ins Wasser spielen, dann hätten wir mit dem Driver tatsächlich hier das Grün angreifen können. Also ich werde mich hüten, hier zu chippen. Es geht nämlich erstmal ganz schön runter. Und wir müssen auf jeden Fall hier oben auf dem Plateau bleiben. Ein bisschen über die linke Seite. Ja, ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen weniger. No. Here we go, 7-footer for birdie. Disappointing. Ja, jetzt macht sich anscheinend doch die Reduzierung der Spielstärke bemerkbar. Also da fallen jetzt auch nicht mehr jeder Putt. Aber es ist ja auch Jordan Spieth, kein Scotty Scheffler. Okay, and it's a bogey here at number six. And he's gonna fall out of red figures, back down to even par. Naja, wenn man ehrlich ist, muss man natürlich auch sagen, Wolf Creek ohne Bogey zu spielen, ist schon eine Kunst. Safely in for par here at the sixth. And he'll stay at even par. Aber man muss auch sagen, jetzt hier diesen Bach zu treffen, und zwar direkt straight rein, das war eigentlich eher Frank, die Kunst. A very short par 4 here at the seventh, but not one you're going to try to hit off the tee. No, if you, unless you can fly the ball sort of 300 yards on the nose and stop it within sort of 5 or 6 yards, it's really too risky. This green is not very deep, just sort of 10 or 15 yards in depth. It's just a lap hole, but lap hole just it simply doesn't mean grab a club and hit it down the fairway. The best way to play it is to try and hit the ball right on the number. And what I mean by number, I mean the full shot yardage for your second shot, even if that only is a sand iron. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er den Ball platziert. Mit dem Holz schlägt er, wenn ich das richtig sehe. Oh, der geht aber bös rechts. Der greift das Grün an. Okay. Okay. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. That one looked good for a while, but it's gonna get gobbled up by that bunker. Das habe ich jetzt so nicht erwartet, denn wenn ich mich richtig erinnere, haben wir damals das Grün nicht angreifen können, sondern wir haben vorgelegt. Also wenn er mit dem Holz das Grün hier angreift, 48 down. Ja gut, das Problem ist natürlich das, was alles da hinten dran ist. Und natürlich schlägt man den lieber auf die rechte Seite, weil das sind zwei Bunker, die das Ganze aufhalten. Ich meine auf der anderen Seite. Es geht 5 und... Ja, okay, jetzt an der Stelle geht es natürlich 75 runter. Okay. Mit dem Holz. Naja, gut, ich meine auf der anderen Seite, wir können es ja mal spaßeshalber probieren. Zu verlieren haben wir ja eh nichts. Und wir wollen ja ein bisschen Spaß haben, oder? Oh, missed there. That is way right. Ah, der reicht nicht. Doch, der reicht. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Drive, but a bad line. Ja. Wicked. Also das war jetzt sehr, sehr ungewöhnlich. So, da werden wir jetzt nicht pitchen. Da werden wir versuchen, einen Long Flop zu machen. 12 Fuß. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall länger. Aha, okay. Ja, der springt dann auch nach links, ne? Okay, wir bleiben rechts vom Stock. Tja, am Ende können wir glücklich sein. After a big drive, he'll dig in for a second out of the sand. Okay, a good out, and that's what will remain for birdie.
8-foot putt here. So, 2 Fuß nach unten, 2 Inches nach unten. Ziemliches Break nach links. Ja, ich will mal hoffen, dass der Ball zum Liegen kommt. Wenn der da links runterrollt, dann haben wir echt Trouble. Je kürzer wir spielen, desto mehr müssen wir rechts anhalten. Ah, wieder nichts. Frank, that is painful. I mean, all you gotta do, just hit it. Not much to this one. It's for birdie. Ja, das wäre vielleicht auch zu viel des Guten gewesen, hätten wir tatsächlich hier an der Stelle noch das Birdie gespielt. Jordan, gelingt das? Runs that one right in. It's a birdie here at the 7th. And he will definitely not say no to that. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll stay at level par. So, jetzt noch ein paar 3, ein paar 4, dann haben wir die Front 9 hinter uns. Frank, the 8th here at Wolf Creek in Mesquite, Nevada is really the signature par 3, isn't it? I'd go so far, Rich, to say this is a great par 3. Doesn't matter where it was played, the stream that sort of comes all the way down there and surrounds the left side of this green makes this hole really daunting. Logic would say if you're going to miss this green, obviously you'd miss it to the right, but it's just a beautiful hole. And then you put the fact that the canyon frames the whole hole itself, it's beautiful. Ja, also an das Grün kann ich mich auch ungern erinnern. Da haben wir auch schon, glaube ich, Lehrgeld bezahlt. Safely on the putting surface. So, 86 runter. Ich bin der Meinung, da müssen wir locker 3 Schläger weniger. Und dann lieber hier im Vorgrün. Heißen 6, 203 Yard, 82 nach unten. Ja, ach du Schande. Okay. Ja, das mit den Kurven hat jetzt bis jetzt auch noch nicht so gut geklappt. Ja, jetzt nimmt er die Kurve durch den Wind, aber der dürfte auch zu kurz sein, ne? Okay. Aber da ist wenigstens nichts kaputt gegangen. Da hätten 2 Schläger weniger. Yeah, most folks miss it long on a downhill par 3 like this, but there he'll come up a bit short. Ja, 2 Schläger weniger wären besser gewesen. For this, his second shot. So, wir müssen über links. Ja, okay. Damit kann ich gut leben. Lovely pitch shot. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Sat down fairly quick as well. Good shot. So geht's. Jordan Speed jetzt als nächstes. 5 unter. Und da hinten. Da hinten, was ist das? Eine Ente, ein Schwan, eine Gans. Ooh, good speed there. That'll leave just a couple of feet. Ja, schon ein sehr, sehr schwieriges Par 3. Absolut. So den Berg runterzuschlagen. Okay, in for par here at the 8th. And he'll stay right where he is. That one finished off. It's in for par. And he'll remain right where he is. So, wir gehen auf die letzte Bahn der Front 9. Dann schauen wir mal kurz ins Leaderboard und wir werden schön nach hinten durchgereicht. Here at the par 4 ninth, 390 yards. And what are we looking at, Frank? Well, it looks relatively straightforward, but it's anything other than that. Decision time again. Do you lay it up into that wide area of the fairway? If you're a longer hitter and you are out here to have a little bit of fun, then maybe you want to take the head cover off because you get a little bit of an advantage if you can drive it over that last bunker on that right side, or at least take that out of play. You're only gonna have a short pitch in here. Ja, es ist ein kurzes Par 4, da kann man eigentlich direkt übers Wasser schlagen. Ich glaube, das haben wir auch in der Vergangenheit immer getan. Ja, und das sollte eigentlich kein Problem sein. Zumal es auch hier bergab geht. There today. Another wonderful tee shot.
So, wir schauen jetzt mal. Wir schauen jetzt mal nach dem Leaderboard. Beziehungsweise hier. Also, wir sind even par. Und das Leaderboard Will Zalatoris, 6 unter, ist im Clubhaus. Das ist also erstmal das Maß der Dinge. Und Scotty Scheffler ist bei 4 unter. Jordan Spieth ist hier voll mit dabei, mit 4 unter im Moment geteilter 5. Und wir werden hier, ja, schauen wir mal. Projected Cut gibt es hier natürlich nicht. Even. Ja, das sind noch viele, viele, viele Spieler unterwegs. Also da wird sich noch einiges tun, auch hier am Ende. Okay. Also gut, wir dürfen uns hier nicht ausruhen. Wollen wir hier in die Punkte sozusagen, ins Geld, dann müssen wir definitiv schauen, dass wir noch das eine oder andere Birdie spielen. So, wir gehen über rechts. Und nutzen natürlich wieder den Wind. Sehr schön. Und das sollte jetzt ein bisschen nach links, genau. Now from just 94 yards out, this his second. Ja, wieder eine solide Annäherung. Ball was always heading a little bit right, but inside 10 feet, there's nothing wrong with that on this hole. Okay, ein Pitch mit dem 54er. Ja, ein Long Flop reicht nicht, das habe ich mir schon gedacht. Ein Pitch mit dem 54er, das ist 19 Fuß hoch, der dürfte eigentlich zu kurz sein. So. Ja gut, auf der anderen Seite lieber zu kurz als zu wenig, dann kommt er sowieso, wenn wir in den Hang spielen, kommt er eh runter. Okay, wir werden es mal versuchen, mal schauen, was passiert. Ja, kommt er runter? Er kommt runter, so wie wir uns das gedacht haben. Okay. Okay, jetzt bleib aber auch auf dem Grün liegen, mein Freund. Danke. Okay, on the green, but that's gonna leave a putt that will get your attention. 11 feet away. Ja, okay, wir müssen 3 Inches nach oben. Und wir haben Break nur am Anfang und dann wieder in die andere Richtung. Okay. Aber das macht am Anfang nicht ganz so viel aus, weil wir durch das Break durchputten. Ja, klar. Also, wir müssen definitiv festhalten, dass der Putter heute nicht heiß läuft. Ganz anders als bei Jordan. And that will be a 31 on the front side, 5 under par. Just a tap in there for par at the 9th, and he'll go out in 36. It's an even par front side. So, 53. Starting the backside here at Wolf Creek with a 472-yard par 410. One of the rare, relatively flat tee shots. Lake and bunkers on the left, brush on the right. But the landing area is wider than it looks, so anywhere on the short stuff is good. Ja, die 10, auch die habe ich noch ganz besonders in Erinnerung. Und wir müssen feststellen, dass Jordan Spieth hier gut unterwegs ist mit minus 5. Und den Abschlag schauen wir uns noch an. Ja, der ist zu kurz. Der kommt gerade so aufs Fairway. 215 Yards noch bis zum Grün.
beziehungsweise bis zum Loch. So, Freunde, das soll es gewesen sein für die Front 9 Wolf Creek Golf Club. Und es ist der schwierige Platz, den wir erwartet haben. Da muss man immer wieder mit den Entfernungen arbeiten, mit den Schlägerentfernungen arbeiten, um auch wirklich die Distanz hinzukriegen. Und wir haben uns auch tatsächlich hier ja einen Strafschlag eingehandelt, weil wir ins Wasser geschlagen haben. Das hat uns natürlich ein kleines bisschen zurückgeworfen. Und ein Birdie-Feuerwerk wird es bei uns nicht, denn wir haben einfach heute nicht das nötige Fingerspitzengefühl auf den Grüns, um tatsächlich vorne mithalten zu können. Das sieht natürlich hier bei Jordan Spieth gerade ein bisschen anders aus. Er hat schon 5 Birdies gespielt. 5 unter Par, das muss man schon sagen, ist eine respektable Leistung, absolut hier auf diesem Platz. Freunde, das soll es gewesen sein, erstmal wieder für die Front 9. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es auf die Back 9 geht. Ich sage recht schönen Dank und wie immer an dieser Stelle, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.